Oh, jetzt geht's aber los. Guter Treffer, Alter. George. Panzerfäusten, Mann, das sind Zauberer und die kommen mit Panzerfäusten. Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock. Ah, was ist das? Oh ja, letzte Folge. Oh ja, die ist lange her, lange her. Willkommen, Super Zombie Hagrid. Super Zombie Hagrid, genau, jetzt wird's krass, Alter. Liebe Schülerinnen und Schüler, heute ist ein denkwürdiger Tag in der Geschichte Hogwarts. Ab heute werden sich sämtliche Feinde unserer Schule für ihre Verbrechen verantworten müssen. Allen voran Miss Hermine Granger, die... Was hat die denn überhaupt gemacht? Die hat doch überhaupt nichts gemacht. Die war die ganze Zeit Gefangene. Des Hochverrats schuldig ist. Hi, Professor. Lasst Warum? Uns ein Zeichen setzen für alle, die es wagen, gegen die Macht Albus Dumbledores aufzubegehren. Hast du Lust, in mein Büro zu gehen und fantastische Tierwesen zu gucken? Ja, das... ja, mach das. Eine fabelhafte Idee. Mit Sicherheit. Sehr selten. Da wird gerade jemand geschlachtet und die erstmal... Jetzt haben immer noch keine Spur von Pottraucher. Vielleicht ist der ja erkältet. Ja, genau, er ist bestimmt erkältet. Danke für deinen tollen Beitrag. Habe ich was Falsches gesagt? Es würde mich nicht wundern, wenn er uns längst wieder einen Schritt voraus wäre. Vermutlich beobachtet er uns schon die ganze Zeit. Also ist er wahrscheinlich wirklich erkältet. Also gut, Leute, dann lasst mal hören. Wie sollen wir diese Verräterin am besten bestrafen? Wir schlagen ihr mit dem Knüppel... Der ist der Henker. Die Zähne aus. Wir lassen sie Bordstein fressen. Wir scheißen ihr ins Maul, trennen ihre Gliedmaßen ab und verfüttern sie an den Basilisk. Ja. Ganz interessantes Thema hier, Alter. Genau. Das mach ich ständig Nein, so. Wir köpfen sie. Das ist grausam genug. Oh. Ja, aber da kriegt sie nicht viel mit davon. Dann ist sie doch kopflos. Und ohne Kopf hat man kein Leben. Langweilig. Kommt schon, Leute. Ein bisschen mehr Begeisterung, wenn ich bitten darf. Ohne Leben ist das Leben doch sinnlos. Die anderen Sachen waren aber kreativer. Okay, ja? Jeder, der hier Spaß hat, kriegt morgen einen Extra-Pudding in der Kantine. Na, wie hört sich das an? Warum sagen Sie das denn nicht? Ja, ein Extra-Pudding. Du bekommst aber keinen. Also schön. Ja, die ist ja dann tot, also. Gut, kannst du vielleicht noch einen Pudding essen, aber trotzdem. Scharfrichter, dann ab mit Ihrem Kopf. Ja, genau. Bringt mir Ihren Kopf. Verpiss dich. Okay, wo waren wir? Achso, Scharfrichter, köpf die Verräterin. Tut mir wirklich leid, Professor, aber so läuft das heute nicht. Wie bitte? Ich glaube, wir zwei haben da noch was zu klären. Ist das etwa... Lange nicht gesehen, Opa. Harry Pottraucher! Hi, Harry. Harry wer? Harry Pottraucher, der mit dem roten Stuhl. Ah. So war das aber nicht geplant. Nimm das! Die sind doch alle deswegen da... Naja, wegen das, aber... Hä? Die machen einfach mit, ohne zu wissen, um was es geht. Sind die dumm? Was ist denn jetzt los? Jetzt geht's aber los. Guter Treffer, Alter. George. Panzerfäusten, Mann, das sind Zauberer und die kommen mit Panzerfäusten. Junge. Danke, Fred. Jetzt lass uns die volle Ladung abschießen. So wie bei unserer Schwester. Oh. Ja, bleibt in der Familie. Lauft ihr, Magen. Rennt um euer Leben. Junge, statt die Kämpfen. Ich hab mich noch nie so lebendig gefühlt. Ich hey, auch nicht. Auf dem Schulgelände wird nicht gerannt. Hey, da wird gerade rumgeballert wie bekloppt mit Raketenwerfern, obwohl sie zaubern können. Und der meckert rum, dass alle rennen. Oh, das ist ein Tod. Was sind das denn für Psychopathen? Keine Ahnung. Lauf einfach weg. Los, Ronald, wir dürfen sie nicht entkommen lassen. Das Nein. gefällt mir nicht, Tom. Egal, gib mir völlig mehr Gas. Ich mach ja schon. Alter, hier ist was los. Junge, das ist doch Krieg aus. Die sind völlig übergeschnappt. Und der säuft erstmal einen Korn sich rein, Alter. Sonst hat er nichts zu tun, ey. Sie haben doch gesagt, sie hätten einen Plan, Professor. Den hatte ich auch, glaube ich. Bitte helfen Sie mir, Herr Schulleiter. Ihr geht nicht anfassen. Jetzt bringt er seine eigenen Schüler um. Oh nein. Toll, wirklich sehr professionell von Ihnen. Holen Sie sofort Hagrid, bevor die ganze Schule in die Luft fliegt. Finden Sie, das ist eine gute Idee, sich jetzt Ja, ich halte die Flasche auch immer so beim Trinken. Beste, was du machen kannst. Betrinken? Halt's Maul und hol Hagrid, du blöde Kuh. Sehr gut, entspannen Sie sich mal. Oh Mann, ich sollte mich hier schleunigst verpissen. Professor! Was? Sie wollen uns doch nicht ernsthaft schon verlassen. Oh, Harry, Tom, schön euch zu sehen, Freunde. Wollt ihr ein Eis? Ich glaube, wir zwei haben noch eine Rechnung Gelegenheit offen. Für ein Eis. Ach, geschenkt, Harry. Schwamm drüber, ja? Jetzt sehen Sie mal, was passiert, wenn man Typen wie mir ans Bein pisst. Los, Harry, bring mich endlich hinter uns. Töten wir den Opa. Nichts lieber als das. Oh. Hä? Was ist das? Oh, jetzt kommt er.
Wer ist denn das Riesenarschloch? Ich glaube, das ist Hagrid. Hagrid? Ich dachte, der ist einer Überdosis verreckt. Jetzt ist er jedenfalls noch hässlicher als vorher. Wirklich und noch kreativ. Größer. Der hat vorher wenigstens ins Auto reingepasst. Jetzt passt du nicht mal mehr in den Kofferraum. Was muss man den lassen, Professor? Professor? Scheint, als hätte der alte Mann einen Abgang gemacht. Ey, du spuckst aus. Wo ist der alte Mann hin? Er ist zum Astronomieturm gerannt. Kannst du mir bitte helfen? Dieser miese Feigling. Schnapp ihn dir, Harry. Ich kümmere mich so lange um das fette Miststück. Alles klar, bis später, Tom. Mann, das war's. Och nö, ich will weiter. Scheiße. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wenn nicht getan, abonnieren. Dies sind verabschiede mich und bin damit raus.